Hallo, liebe Freunde, hier auf musikmachen.de, Jens Filsamer Name. Für euch heute im Gitarrentest die Godin Fifth Avenue Kingpin Cutaway 2. Mit dieser Kingpin-Gitarre schließt Godin an die 50er-Jahre-Tradition der großen amerikanischen Jazz-Gitarren an. Retro ist hier unser Motto im besten Sinne. Was bietet uns Godin an Features mit dieser Gitarre? Wir haben zum einen das obligatorische Tailpiece, wo die Saiten eingehangen werden. Die Saiten werden geführt über einen Steg aus dem Material Tusk der Firma Graftec. Das ist ein sehr hochwertiger Kunststoff, der klanglich auch sehr gute Eigenschaften hat. Die Saiten werden geführt über zwei hauseigene Godin P90 Single Coil Pickups. Weiter geht's über das Rosewood-Griffbrett mit sauber eingearbeiteten Bünden in einer 630 cm Mensur. Fühlt sich sehr gut und kompakt an. Der Hals ist mittelschlank, der Gitarre entsprechend, aus Ahorn gearbeitet. Interessanterweise besteht der Body aus laminiertem Kirschholz, Wild Cherry genannt, von Godin. Da zeigt sich eigentlich der etwas innovative Charakter der Firma, denn bisher war mir zum Beispiel nur laminiertes Ahorn bekannt. In der alten Tradition der Hollowbody-Jazz-Gitarren hat die Gitarre, wie gesagt, eine gewölbte Decke, einen gewölbten Boden, sehr schön gewölbt hier auch, das sieht man vielleicht so besser, und ist, wie der Name schon sagt, komplett hohl. Das hat Auswirkungen auf den Klang. Das ist auch so gewünscht, das ist wunderbar, das wollen wir so hören. Vielleicht beende ich nochmal hier die Führung über die Gitarre mit den Mechaniken. Das sind ganz normale, geschlossene Mechaniken, die völlig ordentlich funktionieren. Angesetzt, aufgesetzt auf der angesetzten Kopfplatte, die übrigens Hochglanz lackiert ist. Im Gegensatz zu dem bevorzugten Matt-Finish dieser Gitarre, da wird ausdrücklich von Godin auch nochmal darauf hingewiesen, dass es in der alten Shellac-Tradition angedacht ist, zumindest dieses Finish. Es ist kein Shellac, es ist ein hauchdünner Mattlack. Man spürt und man sieht auch noch ein wenig die Holzstruktur, was eigentlich immer sehr schön ist. Also es ist keine dicke Plastik-Polyester-Lackierung, die Gitarre so ein bisschen zumacht. Das ist hier nicht der Fall. Das ist alles sehr holzig und schön leicht gehalten, wie auch insgesamt die Gitarre eigentlich sehr leicht ist. Und ich denke, wenn man da eine ganze Weile drauf spielt, das Instrument einspielt, dann bekommt das eine ganz schöne Patina und auch einen schönen Look. Aber es geht ja nicht nur um den Look, es geht ja besonders um den Klang dieser Gitarre. Und den wollen wir uns jetzt mal anhören. Im Folgenden stelle ich euch ein paar Sounds vor, die man mit der Gitarre wunderbar erreichen kann. Ich spiele dazu den Hals-Pickup, die Mittelposition, zwei Pickups zusammen und den Steg-Pickup alleine. Mal schauen, was die Gitarre so hergibt. Hals-Pickup alleine. Zwischenposition. Und der Steg-Pickup alleine. Da bietet sich sicherlich an, den Gott sei Dank vorhandenen Tonpoti zu nutzen und das Ganze etwas abzumildern. Ja.
zum Schluss noch eine wunderbare Möglichkeit, die die Gitarre bietet, mit einem leicht angekranschten Verstärker wunderbare Atmosphären zu kreieren. Ich benutze dazu den Steg-Pickup. Mal schauen, was passiert. Abschließend bleibt mir zu sagen, für einen Straßenpreis von um die 1000 Euro bekommt man von Godin ein sehr brauchbares Instrument an die Hand. Die Gitarre ist leicht, lässt sich gut bespielen, hat durch die Hollow Body und P90 Kombination ganz besondere, charaktervolle Sounds zu bieten. Im Paket inklusive ist dieser interessante Koffer, der eigentlich mehr kann als dass er optisch hergibt, ist besonders leicht, sehr stabil, insgesamt ein sehr gelungenes Paket. Das war's von mir. Ich sage Wiederschauen auf musikmachen.de.